Donnerstag, 24. Mai 2018, 22.58 Uhr, Sascha Hehn verlässt die ZDF-Reihe Das Traumschiff. Der Bild-Zeitung sagte der 63 Jahre alte Schauspieler, es gibt viele Gründe dafür, einer davon ist, dass sich in der Fernsehbranche vieles verändert hat und das nicht immer zum Positiven. Der Schauspieler, der seit Ende 2013 Kapitän Viktor Bürger war, bedauert, leider hat die Serie in den letzten zwei Jahren ihren Charme verloren. Vielleicht ist er ja mit Wolfgang Rademann gegangen, ich weiß es nicht, aber meinen möchte ich gern noch eine Weile behalten. Rademann, der das Format erfunden hatte, ist im Jahr 2016 gestorben. Hehn deutete im Gespräch mit der Bild Konflikte mit den Machern der Reihe an, glauben Sie mir, ich habe in den letzten sechs Jahren alles versucht, um das Produkt innovativ weiter nach vorne zu bringen, aber es ist mir nicht gelungen. Und weiter, natürlich gibt es auch noch andere Gründe für meine Entscheidung, die ich aber aus vertragsrechtlichen Gründen nicht publizieren darf. Für Hehn ist es nicht der erste Gang von Bord. Der Schauspieler war bereits von 1981 bis 1987 als Chefsport Viktor auf dem Luxusdampfer zu sehen. Von 1987 bis 1991 spielte er dann dessen Zwillingsbruder, den ersten Offizier Stefan Bürger. Hehns direkter Vorgänger auf der Brücke, der verstorbene Siegfried Rauch, hatte die Rolle deutlich länger, von 1999 bis 2013. Das Traumschiff gibt es schon seit 1981 beim ZDF und gilt noch immer als Quotenbringer zu den Feiertagen.